Hallo zusammen, schön, dass Sie sich reingeklickt haben. Heute machen wir aus der Lauschtour eine Gucktour. Und zwar auf einer Radtour. Ich bin unterwegs mit Familie Elsholz im gesamten Donautal entlang der Via Danubia, also an der Donau. Vor rund 2000 Jahren siedelten hier die Römer, nach deren Spuren wir heute Ausschau halten. Aber Moment, da fehlt doch noch was. Richtig, für unsere Lauschtour brauchen wir natürlich auch die nötige Ausrüstung. Und die holen wir uns im Hotel Drei Mohren in Lauingen. Wir würden gerne eine Lauschtour machen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür ein iPod und einen kleinen Lautsprecher. Oder Sie können auf das Smartphone Ihre App herunterladen. Da haben Sie eine kostenlose App und können das auch anhören. Gegen ein kleines Pfand können wir uns iPod und Lautsprecher hier bequem ausleihen. Außerdem bekommen wir einen geheimnisvollen Schlüssel überreicht. Damit im Gepäck geht's zum ersten Lauschpunkt, dem Schimmelturm in Lauingen. Wir hören mal rein. Die weißen Kalksteinblöcke, aus denen er gebaut ist, haben einmal römische Steinmetze gehauen. Ursprünglich waren diese Steine Teil eines römischen Tempels und Kastells, bis die Menschen im 15. Jahrhundert auf die Idee kamen, das Ganze abzureißen und diesen Turm daraus zu bauen. Vielleicht passt da ja unser Schlüssel. Sieht gut aus. Wem die Radtour nicht sportlich genug ist, der kann den Schimmelturm nämlich auch hinaufsteigen. Mit dabei ist der Historiker Robert Eberlein, der uns die 216 Stufen nach oben begleitet. Herr Eberlein, auch noch da? Endlich. Musste das wirklich sein? Manchmal muss man eben leiden für die Wissenschaft. Denn wenn man Richtung Westen hinunter guckt, kann man deutlich die Überreste der Römerstadt sehen. Von hier oben? Von hier oben. Zugegeben, deutlich sehen das wahrscheinlich nur Historiker. Für alle anderen gibt es 9 weitere Lauschpunkte, an denen man in die Zeit der Römer eintauchen kann. Kira, you're beautiful. Mit einer Strecke von 56 Kilometern ist die Via Danubia die weitreichendste Lauschtour in Schwaben. Besonders skurril ist der Lauschpunkt 7, denn im heutigen Hotel Römer in Günzburg existiert noch ein echtes Tonfundament aus der Römerzeit. Das steht mitten im Frühstücksraum und ist bis heute nicht klein zu kriegen. Alle Pläne, ein Stück davon abzusägen und mit dem Kran wegzuheben, sind gescheitert. Man hat keine Chance, das hier weg. Ist und bleibt es ein Stück von Günzburg. Richtig, für die Ewigkeit gemacht. Jetzt sind wir an der letzten Station unserer Lauschtour angekommen. iPod bereit? Unser letzter Stopp ist der Nachbau des Tempels in Faimingen, der genau an dieser Stelle gestanden hat. Und was Sie da gerade machen, wäre zu Römerzeiten undenkbar gewesen. Einfach so über den heiligen Boden zu spazieren. Also falls Sie jetzt die beiden Treppen nach oben auf das obere Podium gelaufen sind, sofort runter da. Konsistite! Halt! Stopp! Ihr seid hier auf heiligem Bezirk. Betreten verboten. Salve, Bruder. Ist es genehm, dass ich Ihnen die Hand reiche? Ja. Sie sind gar kein Römer, oder? Ein verkleideter Römer. Wann wurden die Nachbildungen gebaut? Ja, es fanden hier Ausgrabungen statt, 1979, 80 und folgende. Und Anfang der 90er Jahre hat man dann diese Teilrekonstruktion errichtet, um der Bevölkerung, aber auch Touristen, Reisenden zu zeigen, wie hier dieser Tempel in der Römerzeit ausgesehen hat. Man hat den Tempel nicht ganz rekonstruiert, weil man sich über die Dimensionen, die Höhe, nicht ganz im Klaren ist. Das sind alles Annahmen. Das ist sehr, sehr interessant und wichtig. Die Familie Elsholz verabschiedet sich schon. Liebe Lauschtour-Freunde, Sie sehen, im Römischen Reich gibt es einiges zu erfahren. Also machen Sie auch mal die Lauschtour. Vielleicht sehen wir uns ja bei der nächsten. Denn es gibt nicht nur die Via Danubia, sondern auch einige andere. Herr Schromitz, ist aber auch mal gut. Okay, also auf Wiedersehen. Salve.